Hallo ihr Lieben, mein Name ist Dr. Corinna Salter und in meinem heutigen Video wollte ich euch etwas über das Posten von Kinderfotos im Internet erzählen und den damit verbundenen Gefahren. Grundsätzlich sollte man sowieso keine Fotos von Kindern posten. Aber wenn ihr euch nicht zurückhalten könnt, weil das Foto gerade von eurem Kind so niedlich ist und ihr das unbedingt allen zeigen wollt, dann solltet ihr beachten, dass es da auch grundsätzlich Spielregeln gibt. Und zwar habt ihr zum Beispiel kein Umgangsrecht, weil euch das per Gericht verboten wurde, oder ihr habt überhaupt kein Sorgerecht für euer Kind, dann habt ihr ein ganz großes Problem, weil dann könntet ihr von der Kindesmutter zum Beispiel ein Abmahnschreiben erhalten und das ist dann mit Anwaltsgebühren verbunden. Ich sag mal, da seid ihr locker bei 600 bis 800 Euro. Dann werdet ihr zum Unterlassen aufgefordert. Löscht ihr das Bild dann immer noch nicht, dann könnt ihr sogar eine Unterlassungsklage bekommen und da seid ihr dann locker bei Werten von 1200 Euro. Also von daher, lieber Finger weg davon. Habt ihr das gemeinsame Sorgerecht und seid euch mit dem anderen Elternteil nicht ganz so grün, müsst ihr auch aufpassen, denn dann kann der andere Elternteil einen Antrag beim Familiengericht stellen, wenn es außergerichtlich nicht anders möglich ist und kann euch auch da verbieten, das Foto weiter zu benutzen. Also von daher lieber den anderen Elternteil fragen, ob ihr es machen dürft und dann habt ihr auch keine Probleme. Und grundsätzlich könnt ihr aber auch selber Probleme bekommen. Es gab nämlich einen Fall in Österreich, da hat ein Kind seine eigenen Eltern verklagt, als sie dann volljährig wurde, weil die völlig genervt war, weil die permanent irgendwelche Fotos von ihr hochgeladen haben, wo sie dann auf dem Topf zum Beispiel saß oder wo sie im Garten irgendwie durch einen Gartensprenger gelaufen ist. Und das fand die richtig doof, weil die dann auch total gemobbt wurde in der Schule. Und die hat ihre Eltern verklagt und hat Recht bekommen. Denn so Kinder ab 14 sollte man auch schon fragen, ob ihr das auch dürft. Also Finger weg vom ewigen Posten von Kinderfotos. Denn ihr wisst auch nicht, in welche Hände diese Fotos geraten. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick vermitteln und ja, freue mich aufs nächste Video und wünsche euch einen sonnigen Tag. Tschüss!